Ach du Scheiße. Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Also ich selber habe schon viele Perspektiven hier im Stadion gesehen, von der Kabeltrasse aus und natürlich auch von den Rängen aus, selbst vom Dach oben. Aber das war tatsächlich auch für mich mal eine ganz neue Perspektive. Sensationell. Stadion ist immer eine tolle Sache, selbst wenn es leer ist. Ja, von da kann man alles super sehen. Wir haben nur vorhin, als wir oben saßen, scherzhaft gesagt, dass man von da oben, glaube ich, das Spiel auch am besten sehen könnte. Also, herzlich willkommen, Männers, im Hallo. Hochseilgarten Rudolf-Habig-Stadion. Danke. Wir haben etwas Kleines vorbereitet. Der Mario. Hallo, Lars. Aus Thüringen. Hallo. War so freundlich und hat uns ein Netz gesponsert, weil wir steigen heute ein und gucken uns mal das Spielfeld aus einer anderen Perspektive an. Einmal oben angekommen, tief durchatmen und hier oben seht ihr schon das rote Seil, an dem wir uns jetzt bis zum Netz vorbewegen. Wir sind ja vor 2 Jahren im Gasometer tatsächlich in Anführungszeichen nur abgeseilt und diesmal haben wir hier so ein schönes Personenauffangnetz reingehangen, wo man sich tatsächlich reinfallen lassen kann. In der Praxis wird es natürlich eingesetzt unter den Dächern, die man bauen möchte, um einfach die Dachdecker zu schützen. Wenn sie fallen, fallen sie ins Netz und liegen nicht unten am Boden. Der Mario hat das Netz extra nochmal geprüft bei sich in der Firma. Ist zugelassen. Alles zugelassen. Ein reines Personenauffangnetz. Dient halt überwiegend für Baustellenabsicherung, um Leben zu retten. Ja, und das wollen wir halt jetzt einmal darstellen mit Verticalis und Dynamo Dresden. Das mache ich auffangen. Gut, wer ist der Erste? Der Timmy. Ich. Ich sag, du kommst die Leiter hoch und dann hängst du erstmal deine 2 Kilometer hier ein. Das ist Uli. Eppa. Eppa. Oh. Kann ich mich hier dran festhalten, oder? Ja, kannst du festhalten. Ja, es macht einfach Spaß, schüttet Adrenalin aus und hat Bock gemacht. Ja, am Anfang war ich schon ein bisschen nervös, aber als wir da hochgeklettert sind, waren wir echt gut gesichert und auch dann auf dem Netz war es erstaunlich entspannt eigentlich. Dass Janis Höhenangst hat, hat man wirklich nicht mitbekommen. Er hat sich da wacker geschlagen und ist einfach schnurstracks nach vorne geklettert. Ich glaube, man muss schon sehr konzentriert sein. Man hat ja auch eine gewisse Verantwortung seinem eigenen Leben gegenüber. Aber wenn man weiß, wie es geht, dass man sich immer wieder auch sichern muss, dann geht es eigentlich und man kommt da so ein bisschen rein. Am Anfang ist alles noch sehr neu. Ach du Scheiße! Aber dann wird es immer sicherer und immer einfacher und wie gesagt, viel Spaß gemacht. Also ich finde, wenn das Seil hier drunter ist, fühlt sich das aber irgendwie ein bisschen sicherer an. Oder? Tim? Bitte? Wenn man auf die Seite mit dem Netz guckt oder auf die ohne Netz? Ich gucke gerade gar nicht runter, muss ich sagen. Nee? Einfach auf das mal konzentrieren, was man machen will, dann ist das alles halb so schlimm. So. Ich glaube, wir haben oft genug nachgefragt, ob das Ding auch sicher ist und ob es fest ist und ob es alles an seiner richtigen Position ist. Aber irgendwann, ich glaube, am Ende saßen wir eine Viertelstunde im Netz und haben miteinander gequatscht und da vertraut man dem Material natürlich zu 100%. Also ich muss sagen, erstmal Hut ab. Tim ist ja als erster vorne weggeklettert und hat sich dann natürlich rückwärts ins Netz fallen lassen. Und es sind schon 3-4 Meter und wenn man fällt, ich kenne es, dann hat man das Gefühl, das hört nicht auf, aber trotzdem wird man irgendwann gebremst. So, wer wollte jetzt reinspringen? Ich jumpe. Du jumpst. So, muss ich mich abdrücken oder kann ich einfach mich fallen lassen? Ich wollte noch ein bisschen abdrücken und dann lässt du einfach mal fallen. Gut. Okay. 1, 2, 3. Wow! Einmal Schuhe aus. Junge, du denkst einfach, du fällst durch, weil du einfach auf das Netz wartest. Ich lebe noch! Ich glaube, am Ende dieser Absprung, als du von dem Gerüst in das Netz gesprungen bist, weil du nicht wusstest, okay, wann wirst du abgestoppt, das war schon so ein Kribbeln. Aber ja, wie Janis auch gesagt, das hat richtig Spaß gemacht und war ein geiles Erlebnis. Man sieht, für was dieses Personenauffangnetz jetzt überhaupt dient.
Ne? Das ist Leben retten kann, Menschenleben. Ne? Was tagtäglich unsere Aufgabe ist, wir montieren Personenauffangnetze bundesweit. In sämtlichen Staaten war ich schon gewesen. Man sieht, für was wir da sind, halt, was unser Netz bewirkt. Ne? Kann ich? Einfach rückwärts rein. Ihr beide seid jetzt schon über ein Jahr hier in Dresden. Ja. In einem Jahr kriegt man ja auch so ein bisschen was von der Stadt mit und von Land und Leuten. Ja. Wie seid ihr hier angekommen? Boah, ich glaube richtig schnell, richtig gut. Also die Stadt ist, wir können es ja vergleichen mit Köln jetzt. Ne? In Köln hast du eigentlich auch eine richtig geile Stadt. Hast du hier eine wunderschöne Stadt. Ich glaube so mit die schönste auch im Osten, finde ich. Ich kannte vorher jetzt Dresden nicht, wenn man auch ist. Wir kommen ja beide aus Köln aus der Ecke, dann kommt man jetzt nicht so oft nach Dresden. Aber ja, viele oder alle, die uns besuchen kommen, die sagen auch immer, wie schön es hier ist. Also ich habe noch nie jemanden gehört, dem Dresden nicht gefallen hat jetzt als Stadt. Also ist richtig schön. Guck mal in die Kamera, Jan, das ist alles für Insta. Die Perspektive auf den K-Block, das ist natürlich auch sensationell, wenn das Stadion leer ist, ne? Jawohl, ja. Wir haben uns sehr sicher gefühlt, auch beim Abseilen. Also war jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass wir ja nicht super betreut werden. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig bei sowas, dass man ein gutes Gefühl hat und Vertrauen spürt. Aber das war die ganze Zeit zu 100% gegeben. Na klar, das ist unser tägliches Werkzeug, was wir da nutzen. Und gerade die Seile, die wir haben, die kennen wir natürlich in- und auswendig, prüfen die regelmäßig, genauso wie die Netze. Und dass das alles funktioniert und hält, da sind wir uns schon sehr sicher, weil ansonsten wird man es, glaube ich, nicht Tag für Tag machen. Ich bin ja fest, ne? Aber meine Hände krallen sich gerade so an diesem Ding hier noch fest. Der Arm ist so fest. Ey, das ist nicht normal. Boah, ich krieg hier Krämpfe in den Händen. Ah, du Scheiße! Du bist großer Dynamo-Fan und seit dieser Saison auch Dynamo-Sponsor für das Vereins-TV, für den Dynamo-TV-Kanal. Wie ist es dazu gekommen? Ich bin seit 1980 Dynamo-Fan, war ich noch als kleiner Junge. Dynamo begleitet mich seit diesen Jahr oder 80er Jahren ständig. Und ich habe Lars kennengelernt durch Verticalis und dann habe ich mir gedacht, dass wir halt hier einen Verband schließen, uns zusammentun und dass wir Dynamo auf diese Art unterstützen wollen. Ne? Weil ihr auch im Alltag sehr viel zusammen zu tun habt, ne? Weil das sozusagen die Höhenkletterer mit den Personenauffangnetzen Hand in Hand arbeiten. Richtig, ich arbeite mit Verticalis zusammen. Überall, wo ich dann mit Arbeitsbühnen maschinell nicht mehr arbeiten kann, dann brauche ich Verticalis. Zum Beispiel, wenn jetzt hier das Stadion erneuert werden müsste, Dachkonstruktion, dazu müsste ich Verticalis einsetzen, die mich tatkräftig auch unterstützen. Ne? Ja, vielen Dank, Mario, und toll, dass du unser Partner bist. Okay, bitteschön. Mit Verticalis und Hamburger sicher ins Netz. Hey!